Hallo und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens für den Game Boy Advance. Und ihr seht schon, ich hab's wieder geschafft. Ich hab die Flattermotten-Herausforderung im Fliegen geschafft. In 16 Sekunden. Das war einfach richtig Glück. Und hab dafür eine neue Karte bekommen. Und zwar Gwenock Jones. Ja. Geboren 1968, Kapitänin der nationalen Quidditch-Frauenmannschaft und Kapitänin der Holyhead Harpies natürlich, der einzigen Quidditch-Mannschaft in Großbritannien, die nur aus Frauen besteht. So, da ist sie. Und wir könnten jetzt das Ganze... Oh, wir können hier noch weitere Herausforderungen machen, sehe ich gerade. Also Flattermotten 1 habe ich ja gerade geschafft. Die anderen habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen. Die sind jetzt erst neu freigeschaltet worden. Wir können ja mal ganz kurz reingucken in Flattermotten 2. Drei Flattermotten in 45 Sekunden. Das könnte richtig schwierig werden, weil eine in 16 Sekunden war schon richtiges Glück. Und man muss ja auch noch in der richtigen Reihenfolge fangen, sehe ich gerade. Okay. Ah, scheiße. Ja, da habe ich jetzt schlecht zugegriffen, schlecht getimt, dann kann das natürlich schon mal nichts werden. Aber ihr seht schon, dass, okay, jetzt im Moment geht's eigentlich, das kommt man relativ schnell ran. Okay, das war jetzt die erste. Schaffe ich jetzt natürlich nicht in der richtigen Zeit. Man muss die Ringe übrigens nicht ansteuern für diese Herausforderung. Die bringen einem nur was, wenn man sowieso zufällig durchfliegt, weil man sich dann diesen kleinen Schub verschaffen kann, mit dem es dann eventuell ein bisschen leichter ist, eine Flattermotte zu fangen. Allerdings, ja, ich hätte es jetzt wahrscheinlich sogar fast schaffen können, wenn ich die eine beim ersten Versuch gekriegt hätte. Allerdings, wie gesagt, also wenn man jetzt anfängt, die Ringe gezielt anzusteuern für den Flattermotten, Modus oder für diese Herausforderung, dann schafft man es nicht in dieser vorgegebenen Zeit. Wir gucken jetzt einfach mal in diese ganzen Herausforderungen einmal rein, damit ihr sie gesehen habt. Und so. Leider konntest du die Zeit nicht überbieten. Ich habe 66 Sekunden gebraucht. Eigentlich war ich dafür, dass ich einen kompletten Fehlversuch hatte, gar nicht so schlecht in der Zeit gelegen. Ja. Jetzt schauen wir uns mal Übungsringe 2 an. Es sind 32 Ringe in 50 Sekunden. Übungsringe finde ich es schwieriger als Flattermotten, weil man sich nicht den allerkleinsten Fehler erlauben darf. Und zudem auch noch diesen Schub eben benutzen muss, damit man es überhaupt theoretisch schafft. Das war jetzt schon der erste Fehler. Man muss bei den Übungsringen normalerweise die Herausforderung wenigstens 2-3 Mal geübt haben, bevor man sie schaffen kann, damit man sich ein bisschen an den Verlauf der Ringe gewöhnt, wo man wie abbiegen muss und so weiter. Es ist nicht wirklich schwierig, man bekommt es aber mit Sicherheit hin. Mein Vorschlag wäre, damit wir uns damit jetzt nicht in diesem Let's Play zu lange aufhalten, dass wir, dass ich das offscreen mache. Und nachdem ich die ja dann hintereinander wegarbeiten werde, werde ich euch dann einzeln die Schokofroschkarten danach präsentieren, die ich bei dieser Gelegenheit gewonnen habe. Also ihr seht jetzt erstmal hier vom Prinzip her, wie es funktioniert. Und unten links übrigens hat man immer die Anzeige, an welche Richtung man sich halten muss, um durch den nächsten Ring zu kommen. Ich habe es jetzt total versemmelt. Normalerweise kann man nämlich das schön in einem Zug durchspielen. Wenn man einmal richtig den Lauf hat, dann muss man nämlich immer nur minimal links oder sowas abbiegen und dann immer schön im Kreis fliegen und dann funktioniert das auch. In dem Fall sehe ich jetzt gerade, sind die Ringe anders angeordnet. Da muss man auch ein bisschen zickzack fliegen. Normalerweise reicht es immer, wenn man nur leicht links rum im Kreis fliegt. In diesem Fall jetzt eben nicht. Ich würde sagen, wir brechen das mal eben ab. So. Denn wir wollen ja auch noch ein bisschen in der Handlung vorankommen. Aber ihr habt jetzt also gesehen, wie es funktioniert. Und ich werde dann wahrscheinlich am Ende der Folge oder sowas, je nachdem, wo ich da gerade feststecke, bei nächster Gelegenheit offscreen hier versuchen, die ganzen Herausforderungen zu schaffen. Was steht denn eigentlich als nächstes auf dem Plan bei uns? Schauen wir mal. Aufgaben. Ja, die Bohnenherausforderung immer noch. Wir müssen zum Zauberkunstunterricht. Das ist eigentlich schon mal eine ganz schöne Sache, denn das würde bedeuten, wir lernen einen neuen Zauber.
und können vielleicht dann die verschlossenen Truhen öffnen mit Alohomora oder diese zugeschleimten Türen aufkriegen. Irgend sowas. Also ich hoffe doch stark, dass wir da jetzt neuen Zauber lernen. Wahrscheinlich werde ich dann erstmal wieder in irgendeiner Herausforderung in einem Level festhängen. War da eigentlich gestanden, wo, wahrscheinlich ist es im zweiten oder dritten Stock. Erstmal gucken hier, Aufgaben, Zauberkunst. Im zweiten Stock und bestehe die Herausforderung in Zauberkunst. Das wäre ja schön, wenn wir das, naja, ob wir das in dieser Folge schaffen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie umfangreich die ist. Im zweiten Stock, okay, dann müssen wir jetzt erstmal hier lang. Irgendwo müsste es ja jetzt dann Hermine rumstehen. Verwandlungen. Hier geht's jetzt erst in den zweiten Stock. Okay, die haben eine merkwürdige Zählweise. Oh, in die Toilette wollte ich jetzt eigentlich nicht rein. Da bin ich jetzt falsch abgebogen. Bibliothek. Flitwicks Büro. Ich wollte ja gar nicht in sein Büro. Ich wollte ins Klassenzimmer eigentlich, aber okay. Da ist Hermine. Wir haben jetzt Zauberkunst bei Professor Flitwick. Geh durch diese Tür. Mach ich. Bevor ich da durchgehe, erstmal gucken, ob ich hier noch was anderes vielleicht abstauben kann. Hier ist zum Beispiel noch eine Tür. Und da darf ich sogar durchgehen. Vielleicht gehört das auch schon zu der Herausforderung, dass da... Ah, da ist ein W drauf. Ich ahne es, dass es vielleicht doch was mit Wingardium Leviosa zu tun haben könnte. Ja. Denn diesen Block hier kann ich nicht bewegen. Den kann ich nicht verschieben. Also werden wir wohl Wingardium Leviosa lernen. Ein bisschen schade, ich hatte schon ein bisschen auf Alohomora gehofft. Heute, meine lieben Schüler, werden wir Wingardium Leviosa lernen. Im zweiten Schuljahr, ist klar, ne? Weiß jemand, was dieser Zauber bewirkt? Ja, Miss Granger. Wendet man ihn auf einen bestimmten Gegenstand an, kann man diesen schweben lassen und so irgendwo anders hin befördern. Richtig, meine Liebe. Ich habe einen Übungsparcours für euch errichtet. Dort gibt es verschiedene Aufgaben und Hindernisse, die ihr verzaubern könnt. Wenn ihr einigermaßen mit dem Zauber klarkommt, müsstet ihr diese Aufgabe eigentlich meistern können. Holt euer Zauberbuch heraus und fangt an. Viel Glück, meine lieben Schüler. Mhm, okay. Ich nehme mal an. Aber ich habe jetzt den Zauber noch gar nicht gelernt, ne? Sie sagt nichts mehr. Du kannst den Zauber nicht lernen, wenn du die gestellten Aufgaben nicht erfüllst. Das heißt, ich muss jetzt erst einen Parcours meistern. Und nach dem Parcours darf ich den Zauber dann lernen? Aber das ist ja Schmarrn. Weil ich brauche ja den Zauber hier schon... Moment. Ich guck mal, ob ich ihn zu... Nee, ich habe ihn noch nicht. Hm. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Ich bin eigentlich ganz gut ausgestattet. Leviosa-Herausforderung, ja. Er hat einen Parcours vorbereitet. Und wie komme ich da hin? Ach, da unten. Ah, ich bin ja auch blind hier. So. Dann gucken wir mal. Da steht auf jeden Fall ein Glas. Das ich nicht nehmen kann. Was war das denn? Ach so, das war das Buch. Wingardium Leviosa. Mit Wingardium Leviosa kannst du Gegenstände schweben lassen, um damit Bodenschalter zu betätigen. Du kannst aber auch, auch auf sie steigen, um auf höher gelegene Ebenen zu kommen. Hm. Okay. Den haben wir jetzt auch gleich ausgerüstet, den Zauber. Ich möchte gleich mal versuchen, ob ich hier vielleicht diese Flasche anzaubern kann. Anscheinend nicht. So, was haben wir hier? Ein Stern. Okay, das ist so wie damals im ersten Teil schon. Wir müssen Sterne sammeln und wenn wir die alle haben, dann haben wir die Herausforderung geschafft. Ist auch schön, dass er immer dann in eine andere Richtung den Zauber abfeuert, als ich eigentlich gezielt habe. Okay, ich muss den Gegenstand lenken. Und er lässt sich ein bisschen schwammig steuern. Okay. Oh. Ja, ich merke auch gerade, dass das gar nicht so einfach ist, weil der dann ein Stückchen weiter schwebt, als er soll. So.
Die Frage ist jetzt natürlich, brauche ich die anderen Zauber auch? Ich lasse jetzt mal momentan Wingardium Leviosa standardmäßig ausgerüstet. Ich denke mal, um den wird es schon vorrangig gehen hier. Okay, da habe ich einen Brocken für zwei Schalter. Das heißt, ich kann die Türen wahrscheinlich nur nacheinander öffnen. Dann nehmen wir erstmal den hier. Wenn jetzt erst die erste Herausforderung in Sachen Zauber kommt, gehe ich mal fast davon aus, dass es insgesamt nicht so viele sein werden, ne? Oder habe ich einfach zu viel Zeit mit den optionalen Sachen verschwendet? Also verschwendet ja nicht. Wir haben hier Marvin den Bösen. Daten unbekannt. Er erfand viele böse Flüche und Zaubereien. Ja, das ist schön für Marvin den Bösen. Nicht zu verwechseln mit Herpo dem Üblen, dem Erschaffer des ersten Basilisken. Und dem ersten bekannten Parselmund. Jetzt wüsste ich halt auch gerne, wie viele Sterne es insgesamt sind. Dann hat man so ein bisschen einen Anhaltspunkt, wie lange die Herausforderung noch dauert. Moment, wir haben doch hier. Oh, ich sehe gerade, da kommt ein Fass. Das schauen wir uns gleich an. Okay, wir haben ja hier unsere Karte, die hätte ich jetzt fast vergessen. Okay, dann klappern wir erstmal diesen Bereich hier ab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja! Ich vergesse auch immer erst ein bisschen. Also, ich denke erst immer so spät dran, dass ich ja springen kann. Eine rote Bohne. Und ein Schokofrosch. Oh, den hatten wir schon lange nicht mehr. Ach, da muss ich jetzt natürlich wieder auf Flipendo wechseln. Also, das ist das, was jetzt hier gerade so ein bisschen lästig ist, dass man eben nicht so ohne weiteres die Zauber wechseln kann, sondern immer erst ins Menü gehen muss. Und ich weiß, ich müsste mich dringend mal heilen. Noch geht's, aber. So. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas, womit ich mich heilen kann. Ja, wie gesagt, ich vergesse immer, dass ich mich ja, dass ich ja springen kann. Und bis ich mich dann wieder dran erinnert habe und die richtige Taste rausgesucht habe, das dauert halt immer einen Moment. So. Ich muss jetzt wieder nach unten. Okay. Ja, also ganz verkehrt ist es nicht, ab und zu mal auf die Karte zu gucken. Da sind die Blöcke, da ist ein Schalter. Oh, ein Kesselkuchen, der kommt mir wie gerufen. So. Dann gucken wir mal, was wir mit diesen Blöcken anfangen. Ob wir damit alle Schalter besetzen können. Ja, zwei halt, ne? Oh, ich sehe gerade, ich kann da unten meinen Trank auffüllen. Das ist natürlich sehr gut. Dann nehme ich doch gleich mal hier meinen Mega-Power-Trank, benutze den einmal und fülle ihn direkt wieder auf. So. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die Musik in diesem Spiel mag oder eher ein bisschen überzogen finde. Ich sehe nichts. Ich muss mich erstmal ein bisschen in Position bringen, um zu sehen, wo das Ding überhaupt hin muss. Da. Aber ich scheine, abgesehen von den Fässern, keine wirklichen Gegner zu haben hier. Ja, das ist halt immer hier jetzt ein bisschen lästig, dass ich wegen einer Vase jetzt erst wieder ins Menü rein muss und ja. Aber immerhin gibt es eine rote Bohne. Ich gehe mal davon aus, sobald man so eine Herausforderung einmal bewältigt hat, dass man dann hier jederzeit zurück kann. Okay, da ist der Block, da ist der Schalter, ja.
Das habe ich dann zufällig richtig auf den Schalter gestellt. Ich wollte ihn eigentlich nur am Bildschirmrand absetzen, weil ich nichts mehr gesehen habe. Und wie perfekt der drauf sitzt, gell? Okay. Zwischendurch immer noch mal Porträts angucken. Da vielleicht doch noch mal eine... Da ist ein Stern aus dem Porträt gekommen. Es lohnt sich, wirklich drauf zu gucken. Einmal habe ich eine rote Bohne gekriegt und jetzt gerade den Stern. Den hätte ich sonst nie gefunden. Ja, tut mir leid. Ich hatte jetzt keine taktische Überlegung, wie ich da besser dran vorbeikomme. Wäre natürlich auch anders gegangen. Wir gucken noch mal kurz auf die Karte. Ich hoffe nämlich, dass es nicht mehr ganz so weit ist. Moment. Von wo bin ich denn jetzt hergekommen? Eigentlich von da unten. Ich laufe gerade nach oben. Genau. Ich bin von... Ist da ein Geheimraum? Seht ihr das? Huh. Soll ich da nochmal zurückgehen? Habe ich jetzt keine große Lust, aber... Da war doch eindeutig ein Raum. Ist jetzt natürlich blöd, weil ich jetzt dann viel zu viel Energie verliere. Ja gut, ich kann dann meinen Trank nochmal nehmen. Und den dann eventuell nochmal... Ja, mache ich jetzt auch. Bevor ich gleich ganz tot bin. Eigentlich hatte ich da jetzt keine Lust, nochmal den ganzen Weg hier zurückzurennen. Aber das sah doch echt schwer nach Geheimraum aus. Und zwar hier. Nein, kein Geheimraum. Ich kann hier hoch. Ah. Auch gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Eigentlich sollte er jetzt da hochklettern. Warum macht er das nicht? Ach so, okay. Gut. Na, hoffentlich hat sich das jetzt gelohnt. Ein Schokofrosch. Okay. Na, und was haben wir hier? Eine rote Bohne. Ja, okay. Dann war das nicht ganz so verkehrt. Jetzt muss ich jetzt natürlich wieder den ganzen Weg zurückrennen. Und eigentlich würde ich fast ganz gerne vorher noch meinen Trank auffüllen. Ich bin doch jetzt, glaube ich, gar nicht so weit weg von dem Trank, oder? Ups. Ach, das ist jetzt echt ärgerlich, aber ich muss das jetzt machen. Es tut mir leid. Das war meine eigene Schusseligkeit. So, gleich nochmal heilen. So, und auffüllen. Und jetzt ein bisschen vorsichtiger den ganzen Weg zurück. Ja, das mit den Fächern, ich sag immer Fächer, mit den Fässern, das nervt mich so ein bisschen. Weil selbst wenn ich springe, teilweise nicht, kann ich teilweise nicht wirklich ausweichen. Aber okay. Diese Kugeln sind ja auch nur dann ein Problem, wenn man da noch irgendwelche Sterne einsammeln muss, ansonsten nicht. Wobei jetzt die hier relativ zügig unterwegs ist. Okay. Und schon sind wir wieder da, wo wir aufgehört haben. So, ich gucke noch mal kurz auf die Karte. Da denke ich mal, dass hier schon wieder der Ausgang ist. Dann haben wir es schon fast geschafft. Und ja, natürlich werden wir noch hier den Schrank durchsuchen. Ich habe schon gesehen, oben steht ein Kessel, aber da ist nichts drin. Vielleicht füllt er sich noch irgendwie. Leider kam jetzt noch nichts von wegen, oh, ich habe alle Sterne gesammelt oder so.
Ich gucke hier nochmal in die Ecken, ob hier noch einer ist, aber nein. Doch, da ist noch einer. 23 ist aber eine komische Anzahl. Oh Gott. Ich wusste, dass der jetzt zuhaut. Aber ich musste ja hin. Was will ich denn machen? Habe ich jetzt echt irgendwo einen Stern übersehen? Weil so wie es aussieht, bin ich jetzt am Ausgang. Vergiss nicht, ja. Vergiss nicht, die 25 Sterne einzusammeln. Irgendwo ist noch ein Stern. Und jetzt ist die Tür wieder zu. Und ich kann nicht einfach zurück. Ich müsste jetzt den ganzen Parcours nochmal ablaufen, um diesen Stern zu finden. Das ist jetzt ausgesprochen ärgerlich, muss ich sagen. Ich meine, so lang ist jetzt der Parcours nicht. Aber... Und dann kann ich hier einfach drauf, eventuell. Vielleicht ist ja hier einfach der Stern drin. Da ist er. Oh nein, und jetzt ist die Tür wieder zu. Ich fasse es nicht. Ah. Okay, aber eigentlich müssen wir jetzt nur durchlaufen. Ich habe ja die Schalterrätsel schon alle gelöst. Halt, da war ja nur eine Truhe dahinter. Ach, das war jetzt echt ärgerlich von mir. Also... unaufmerksam einfach. Ich hatte ja die Flasche am Anfang noch gesehen. Das hat mich ja noch geärgert, dass ich nicht rangekommen bin. Weil ich einfach immer nicht dran denke, dass ich ja auch springen kann. Wo geht's denn da jetzt raus? Da. Ja, das machen wir auch gleich nochmal, wenn wir schon da sind. Heilen und auffüllen. Dann rennen wir jetzt halt nochmal schnell durch. Das ist ja schnell passiert. Jetzt hat es ausnahmsweise mal geklappt, über das Fass drüber zu springen. Das wäre jetzt natürlich super, weil dann hätte ich halt doch noch eine Herausforderung jetzt geschafft, bevor die Folge zu Ende ist. Das war ja schon so ein bisschen mein Wunsch. Okay. Also jetzt hatten wir ja 25, ne? Das habe ich schon richtig gesehen. Ey, wehe, das hat jetzt nicht gereicht. Gut gemacht, Harry. Du hast alle 25 Sterne gefunden. Dafür gebe ich dir 25 Hauspunkte. Sehr gut. Endlich kriegen wir mal was auf unser Konto. Habe ich jetzt schon was Neues? Die Nachricht an der Wand geht mir nicht aus dem Kopf, Hermine. Die Kammer wurde geöffnet. Was soll das heißen? Wir müssen mehr über die Kammer des Schreckens herausfinden, Harry. Wir brauchen eine Ausgabe von die Geschichte Hogwarts. Vielleicht kannst du eine aus der Bibliothek besorgen. Geh besser schnell. Morgen werden sie sicher alle darauf stürzen. Geh durch die Tür links neben dem Porträt im zweiten Stock. Mhm. Ja, das könnten wir jetzt natürlich tun. Wir könnten aber auch hier erstmal versuchen weiterzukommen, denn jetzt haben wir ja Wingardium Leviosa gelernt. Und vielleicht kann ich dann hier noch was abstauben. So. Ich habe ja gesehen, dass da hinten ein Schalter ist. Ich muss nur den blöden Block dahin bringen. Hoffentlich ist das jetzt nicht ein zu großes Gebiet, aber wahrscheinlich schon. Können wir mal kurz gucken. Ui. Ja, ein paar Räume sind es, aber zu riesig ist es nicht. Ich spekuliere natürlich auf rote Bohnen. Ich darf da aus irgendeinem Grund nicht hoch.
Jetzt weiß ich nicht, ob ich so überhaupt an die Vase rankomme. Wahrscheinlich nicht, ne? Doch. Ja, und was bringt mir das, wenn ich nicht an die Bohne rankomme? Das gibt's ja wohl nicht. Steht da irgendwo ein Block rum, den ich verschieben kann? Da, okay. Halt. Ja, eigentlich sind wir auch schon ziemlich am Ende der Folge, aber vielleicht schaffen wir ja diesen Bereich noch. Ach, das wollte ich doch gar nicht. So. Jetzt darf ich den hundertprozentig wieder mitnehmen, weil den brauche ich mit Sicherheit am anderen Ende des Gangs. Man kann den tatsächlich auch über das Bild hinaus... Nee, brauche ich nicht. Naja, gut, dann nicht. Ja, es hieß ja eigentlich, dass man die mit Flipendo angreifen kann. Aber dieses... Dieses permanente Wechseln hier übers Menü geht mir da so ein bisschen auf den Keks, muss ich sagen. Ja, von wegen Flipendo. Der reagiert überhaupt nicht. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie viel mir das Ganze jetzt hier bringt. Auf jeden Fall bringt es mir eine Schokofroschkarte, was schon mal schön ist. Nämlich Felix Summerby, 1447 bis 1508, Erfinder des Aufmunterungszaubers. Etäuben? Was? Etäuben oder Schalter zu betätigen? Diesen Zauber gibt es in zwei Variationen. Wahrscheinlich Betäuben. Keine Ahnung. Etäuben. Sehr schön, da freue ich mich. Heilen und auffüllen, genau. War hier sonst noch irgendwas in der Ecke? Nein. Keine rote Bohne. Doch, eine, immerhin. Und dann ist hier schon eine Sackgasse, wenn ich das richtig sehe. Aber irgendwie kann ich noch nach unten. Ich sehe da schon eine Doxy. Wie komme ich denn da jetzt hin? Okay, rechts rum. Dann versuchen wir das mal. Ah, hier lang. Okay, die Tür hatte ich nicht gesehen. Das ist dann wohl auch das Klassenzimmer für Zauberkunst, ne? Soll es wohl sein. Oh, viele Doxys. Die mich vergiftet haben. Ganz toll. Und hier steht wahrscheinlich nirgends ein Gegengift rum. Warum kriege ich die denn nicht tot? Sonst hat es doch auch geklappt. Ja, ich weiß, ich sollte ein Gegengift nehmen, aber ich habe halt nur eins. Und ich will eigentlich erst die Doxys weghaben. Sonst vergiften sie mich ja gleich wieder und dann habe ich kein Gegengift mehr. Die ist aber auch zäh, die eine hier. So. Jetzt... Oh, jetzt wird es aber auch Zeit. Und sofort nochmal richtig heilen. Ich hoffe doch jetzt sehr, dass ich irgendwas finde, was mich weiterbringt. Ich bin gerade irritiert, dass man diese Pulte tatsächlich aufmachen kann. Bei meinem letzten Klassenzimmer ging das irgendwie nicht. Da habe ich doch dann hundertprozentig eine rote Bohne übersehen. Okay, ein Kesselkuchen. Ja,
Ja, ich denke mal, dass wir dann hier durch sind. Die dürfte ich eigentlich alle haben. Ach, da ist nochmal so ein Absatz. Ach so, das war das der Absatz, wo ich vorhin draufgeklettert bin. Muss ich gleich mal gucken. Ich versuche jetzt auf jeden Fall hier noch so schnell wie möglich rauszukommen. Ich weiß, raus geht's wahrscheinlich. Ja, da geht's raus, okay. Okay. Ach, da kann ich nicht durch die Tür. Okay. Alles klar, dann war ich da noch nicht. Aber ein bisschen was haben wir ja gefunden. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt dann gleich mal die Folge beenden. Und wenn ihr nichts dagegen habt, blöderweise, selbst wenn ihr was dagegen habt, wird sich daran jetzt nichts ändern. Würde ich jetzt nämlich, das war die Herausforderung, okay, nochmal zum Besenschuppen gehen und dann versuchen, noch ein paar Karten abzustauben. Vielleicht schaffe ich das ja. Und ich hoffe, das ist okay für euch. Ich würde euch dann in der nächsten Folge zeigen, welche Schokofroschkarten ich geholt habe. Und ja, ich kann ja eigentlich übers Porträtzimmer gehen, es geht ein bisschen schneller. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Tschüss!